Herzlich willkommen, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wie immer hier zu unserer Ringvorlesung NS-Medizin, ihre Kontexte und Nachgeschichte, das Beispiel Burkhard Breitner. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, alle. Wir kommen heute im engeren Sinne wieder zurück zur Innsbrucker Geschichte und zu Innsbrucker Kontexten von Burkhard Breitner, nachdem Gabriele Czarnowski uns beim letzten Mal ja so einen großen österreichweiten Überblick über Zwangssterilisationen in Österreich in der NS-Zeit, aber vor allem auch deren Vorgeschichte vor der NS-Zeit gegeben hat. Heute widmen wir uns dem Thema die Universität Innsbruck in der NS-Zeit, Geschichte und Nachgeschichte. Und ich freue mich sehr, dass Ina Friedmann wieder mit dabei ist, die Sie ja alle schon kennen. Ina Friedmann, die in vielfältige universitäts- und medizinhistorische Projekte involviert gewesen ist, auch bei uns eben in Innsbruck, zuletzt eben das Projekt gemacht hat zu den Zwangssterilisationen im Gau Tirol Vorarlberg, bei uns am Institut für Zeitgeschichte derzeit eingebunden ist in das Martinsbühl-Projekt, in das sogenannte, wo es um konfessionelle Erziehungsheime nach 1945 geht, und vor allem Ina Friedmann, die sehr wichtige Stütze des Universitätsgeschichte-Projektes im Jubiläumsjahr 2019 beziehungsweise im Vorfeld des Jubiläumsjahrs 2019 gewesen ist. Wir haben zusammen den Band zur Geschichte des 20. Jahrhunderts da verantwortet, und nicht zuletzt Ina Friedmann ist es zu verdanken, dass wir so intensiv eben und breit und großflächig gewissermaßen die Geschichte des 20. Jahrhunderts uns nochmal an der Uni Innsbruck anschauen konnten. Also schön, dass du wieder mit dabei bist, und wir machen das jetzt so im Sinne einer Doppelkonferenz gewissermaßen, und nachdem wir überlegt haben, wie wir es aufziehen, haben wir uns für die klassische Variante entschieden, es gewissermaßen chronologisch zu machen, also erst einen Einblick zu geben in die NS-Zeit, allerdings auch die Vorgeschichte der NS-Zeit an der Uni Innsbruck, also die Zeit des Austrofaschismus, und die Nachgeschichte der NS-Zeit an der Uni Innsbruck, und dann nochmal in einem zweiten Teil auf das Jubiläumsjahr 2019 einzugehen, welche Akzente wir dort gesetzt haben und die Uni insgesamt gesetzt hat, wie wir mit bestimmten Themen in diesem Jahr umgegangen sind, unter anderem auch mit der baulichen Hinterlassenschaft oder gewissermaßen Teilen der baulichen Hinterlassenschaft, nicht der NS-Zeit, aber problematischer Zeiten, sagen wir mal so, oder problematischer Kontexte oder problematischer Provenienz an der Uni Innsbruck. Das ist unser Programm für heute, und damit, Sie wissen, Sie können am Ende in die Diskussion mit uns einsteigen über den Chat, wie immer, und damit würde ich jetzt erst einmal dir, Ina, das Wort übergeben. Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung. Und es ist natürlich am sinnvollsten für uns heute, uns wirklich das 20. Jahrhundert ein bisschen genauer anzuschauen, also mit dem Schwerpunkt auf dem Nationalsozialismus. Aber ganz wichtig ist natürlich auch die Geschichte davor, wie Dirk schon gesagt hat, und auch danach. Und so wie wir es eben auch im Uni-Jubiläum zusammengetan haben. Wichtig ist in diesem Kontext, und das ist auch direkt der Einstieg heute, der universitäre Antisemitismus, insbesondere vor 1938 auf dieser ersten Folie, der auch in Innsbruck wie an anderen österreichischen und auch deutschen Universitäten sehr präsent war. Ich möchte hier nur zwei prominente Beispiele eingangs erwähnen. Das sind nämlich studentische Proteste gegen Ernennungen von Universitätspersonal, die sich innerhalb weniger Monate im Jahr 1900 abgespielt haben. Einerseits waren es Proteste gegen Richard Fuchs, der zum Assistenten für allgemeine und experimentelle Pathologie ernannt wurde.
Die Studierenden haben sich gegen diese Ernennung ausgesprochen. Es waren nicht nur Medizinstudierende, sondern auch von den anderen weltlichen Fakultäten, die in Vorlesungen von Moritz Löwitt, dessen Assistent Fuchs eben werden sollte, ihren Unmut kundgetan haben. Und das ist ein Fall, der zum Beispiel recht gut im Universitätsarchiv überliefert und dokumentiert ist, wo Löwitt auch beschreibt, dass eigentlich nur 10 bis 12 Studierende regulär seine Lehrveranstaltung in diesem Semester besucht hatten und bei diesen Protesten eben über 100 Studierende anwesend waren, die durch lautstarke Rufe und Forderungen der Absetzung von Fuchs, also unter anderem wurde einfach Fuchs weggerufen, gefordert haben, dass eben diese Bestellung rückgängig gemacht werde und ihren Unmut darüber kundgetan haben. Diese Proteste waren letztlich auch insofern von Erfolg gekrönt, dass Richard Fuchs seine Stelle gar nicht angetreten hat. Das heißt, es kam in diesem Fall auch zu keinem Disziplinarverfahren gegen die Studierenden, die eben in einer doch eher unakademischen Weise sich geäußert haben, da Richard Fuchs dann auch nicht nach Innsbruck gekommen ist und die Sache auch für das Unterrichtsministerium somit schon wieder erledigt war. Es wurde lediglich festgehalten, dass es erschien, als hätte Fuchs ohne jeglichen Druck auf seine Stelle verzichtet und dass man aber Sorge tragen sollte, dass derartige Unmutsbekundungen nicht sozusagen einreißen würden, damit eben nicht bei anderen Besetzungen, Bestellungen, Ähnliches oder Druck ausgeübt werden würde auf die potenziellen Mitarbeitenden. Der andere Fall, eben der kurz danach stattgefunden hat, betraf Stefan Bernheimer, den der zum Ordinarius für Augenheilkunde berufen worden ist und den sich der ebenfalls antisemitische Proteste auf sich zog von insbesondere von Burschenschaften, Studentenverbindungen und den Chorstudenten, die unter anderem Petitionen an die Universität, an den Akademischen Senat gerichtet haben und eben auch sehr, sehr deutlich geäußert haben, dass sie nicht zufrieden damit waren, dass ein Mann, den sie als Jude angesehen haben, eine Stelle als Ordinarius an der Uni Innsbruck bekam. Und ich betone dieses als Jude angesehen deshalb so stark, weil weder Fuchs noch Bernheimer ihrer Konfession nach Juden waren. Beide waren zum Protestantismus konvertiert. Nichtsdestotrotz griff eben dieser Rassenantisemitismus, der das Judentum nicht als Religionsgemeinschaft, sondern als Rasse verstand hier, weshalb es eben zu diesen Protesten gekommen ist. Im Fall von Bernheimer wurde darauf hingewiesen, dass es wohl zu spät sei, um diese Bestellung, Ernennung rückgängig zu machen, dass aber vom Professorenkollegium verlangt würde, in Zukunft Bestellungen und Ernennungen von Juden hintanzuhalten, da die deutsche Studentenschaft auch von deutschen Lehrern unterrichtet werden wollte. Die deutsche Studentenschaft formierte sich als solche erst unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, nämlich 1920 wurde sie anerkannt als Vertretung aller Studierenden, jedoch, wie der Name schon sagt, natürlich der Studierenden, die als deutsch galten. Das bedeutet ausländische und als Juden und Jüdinnen angesehene Studierende waren nicht von der deutschen Studentenschaft erfasst und vertreten. Das bedeutet, es handelte sich auch hier nicht um eine Studierendenvertretung, die für sämtliche Studierende da gewesen wäre. Ich habe es bereits kurz angesprochen, es gab Disziplinarverfahren gegen Studierende. Eben im Fall von Richard Fuchs wurde keines eingeleitet, im Fall von Stefan Bernheimer schon. Allerdings ging es da primär um anderes Verhalten der farbentragenden Studierenden und es ging nicht konkret um die Demonstrationen gegen Bernheimer. Disziplinarverfahren gegen Studierende aufgrund antisemitischer Äußerungen wurden aber auch in der Nachkriegszeit, nämlich in den 1950er und 60er Jahren, immer wieder geführt, als von Studierenden und auch Studierendenvereinigungen mitunter antisemitische Ausschreitungen stattgefunden haben. Wir springen jetzt auch schon einige Jahre weiter, nämlich zum Austrofaschismus. Hier kam es zum ersten Mal zu massiven rechtlichen Veränderungen, die schon eine
Verengung der Hochschulautonomie darstellten, die dann im Nationalsozialismus natürlich noch weiter beschnitten wurde. Ich habe auch hier die sogenannten besonderen Disziplinarkommissionen zur Überwachung des politischen Verhaltens der Studierenden angeführt, weil das etwas Neuartiges war. Disziplinarverfahren gegen Studierende wurden eingeleitet, wenn sie eben in ihrem Auftreten der Universität sozusagen Schande bereiten würden, wenn sie strafbare Handlungen begangen hatten oder wenn sie durch bloße Ordnungswidrigkeiten aufgefallen waren. Dazu zählte auch zum Beispiel die Zerstörung von Universitätseigentum, unangemessenes Verhalten auf der Straße, also zum Beispiel Pöbeleien und derartige Ausschreitungen, aber insbesondere zu früheren Zeiten auch die Teilnahme an Demonstrationen. Im Austrofaschismus wurden die besonderen Disziplinarkommissionen dazu eingerichtet, um in der Folge ausschließlich die politischen Vergehen der Studierenden zu ahnden. Sie waren aber nur ein Jahr in Kraft. Bereits 1934 wurde dann ein Kommissär zentral eingesetzt, nämlich Otto Skrubenski, der in der Nachkriegszeit im Unterrichtsministerium eine Zentralfigur darstellte. Bei diesem liefen die Fäden sozusagen zusammen. Wurde an einer Hochschule ein Student oder eine Studentin auffällig, insbesondere durch Aktivitäten für Parteien, die mittlerweile verboten waren, und das betraf insbesondere kommunistische, sozialdemokratische und nationalsozialistische Aktivitäten, dann wurde dieser Fall zunächst von der besonderen Disziplinarkommission, später nur noch vom Kommissar Skrubenski auf Basis behandelt. Die Parteiverbote, die 1934 in Kraft traten, waren auch in Innsbruck sehr präsent unter den Studierenden. Allerdings war es hier insbesondere die NSDAP, die ihre große Anhängerinnenschaft hatte, und auch Studierende nahmen in der Folge an Aktivitäten teil, um eben ihre Parteizugehörigkeit sichtbar zu machen, die Partei zu stärken und in diesem Sinne aufzutreten. Also Innsbruck bot sich da besonders auch durch die geografischen Gegebenheiten an, da zum Beispiel Fackeln, also Feuer auf der Nordkette in Hakenkreuzform abgebrannt werden sollten. Das ist nur ein Beispiel, aber das zeigt eben, wie diese Aktivitäten auch im Stadtraum oder in der Umgebung stattgefunden haben und natürlich von den Sicherheitsbehörden, also der Polizei, dann auch der Universität gemeldet wurden. Diese Überprüfungen, der Wunsch nach dieser politischen Zuverlässigkeit betraf aber natürlich nicht nur die Studierenden, es ging genauso gut um die Lehrenden, um das Universitätspersonal, das von dieser Überwachung betroffen war, auch von Entlassungen und Beurlaubungen. Und hier ist besonders hervorzuheben, dass gerade die Entlassungen im Austrofaschismus aus politischen Gründen erfolgten, aber sehr oft als Sparmaßnahme, also aus finanziellen Gründen motiviert getarnt waren, sodass es teilweise sehr schwierig war, nachzuvollziehen, was der reale Grund für eine Entlassung dargestellt hat. Ein ganz gutes Beispiel bietet hier der Zahnmediziner Bernhard Meyerhofer, der in den Ruhestand versetzt wurde und wenn nicht illegaler Nationalsozialist, doch ein sehr enges, nahe Verhältnis zur NSDAP hatte. Und als er 1938 nach dem Anschluss versucht hat, eine Entschädigung für diese Entlassung, also für dieses Unrecht, das ihm vom politischen Regime davor angetan wurde, aus Sicht der Nationalsozialisten zu erlangen, wurde dieser Fall eben von den NS-Behörden geprüft, aber letztlich negativ beschieden, da die offizielle Begründung für seine Ruhestandsversetzung eben Sparmaßnahmen waren und er auch in der Folgezeit noch Lehrveranstaltungen halten konnte, allerdings nicht mehr als Ordinarius an der Universität Innsbruck. Die Entlassungen, die ich jetzt natürlich nur ganz kurz ansprechen konnte, setzten sich 1938 nach dem Anschluss fort. Es gab zu dieser Zeit die größten rechtlichen und auch inhaltlichen Veränderungen, inhaltlich was die Ausrichtung von Forschungsinhalten angeht. Und es gab auch ganz viele neue Kooperationen. Insbesondere für uns im Rahmen dieser Vorlesungsreihe interessant ist die Kooperation
Kooperation der Uni und der Gesundheitsverwaltung. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs war auch kriegswichtige Forschung ein Thema. Es wurde immer schwerer, finanzielle Mittel für Forschungsarbeiten zu lukrieren. Und wenn man seine eigene Forschung als kriegswichtig oder wehrwichtig deklarieren konnte, dann gewährleistete es die Möglichkeit, die Forschung einfach weiterzuführen. Hier bitte ich Sie einfach im Kopf zu haben, dass ganz banale Dinge, an die man so eigentlich gar nicht unbedingt denkt, dann mit Fortschreiten des Krieges auch reglementiert wurden, wie zum Beispiel in Laboren, wenn es darum ging, wie viel Seife zur Verfügung stand, also was man eigentlich als selbstverständlich erachtet, wenn man zum Beispiel unterschiedliche Versuche macht, dass man sich zwischendurch die Hände reinigen kann, also gerade aktuell natürlich ganz großes Thema. Und dass eben auch die Seifenbenutzung, wie viel Seife, der Seifenverbrauch quasi abgerechnet und dokumentiert werden musste, war nur ein Beispiel, wie weitreichend die Einschränkungen durch den Krieg eben auch im Wissenschaftssektor waren. Eine weitere Neuerung war die Verankerung der Erb- und Rassenforschung. In Innsbruck wurde 1939 das Institut für Erb- und Rassenbiologie neu gegründet, dessen Leiter Friedrich Stumpfel war. Er wurde 1939 berufen und blieb bis nach 1945 in Innsbruck. Er führte Forschungen an den sogenannten Kanen durch, an Minderjährigen, die als schwer erziehbar galten, generell an Personen, die kriminell geworden waren oder die kriminalisiertes Verhalten an den Tag legten, und war in dieser Funktion auch mit sehr vielen Behörden in Kontakt, mit der Polizei zum Beispiel, von der immer wieder Leumundszeugnisse bzw. Strafregisterauszüge, besser gesagt, von Personen anforderte, über die entweder er oder auch seine Studierenden, zu denen für ganz kurze Zeit übrigens auch der spätere Politiker Otto Skrinzi zählte, forschten. Das bedeutet, die Möglichkeiten dieser Forschungsarbeit auch in diesem Feld waren wesentlich erweitert. Die Gauverwaltung hatte die Gesundheitsämter angewiesen, mit Stumpfel zusammenzuarbeiten, wo es nur ginge, dass zum Beispiel Datenschutzbedenken, insbesondere bei heiklen Verfahren wie Erbgesundheitsgerichtsverfahren, Stumpfel gegenüber nicht unbedingt griffen, sondern eher ein Recht quasi auf Auskünfte hätte. Auch der Internist Wilhelm Parade profitierte zum Beispiel von den neuen Möglichkeiten. Er bat die Gesundheitsämter darum, sämtliche Zwillingspaare an ihn zu melden, da eben für bestimmte Erforschungen von Krankheiten das Wissen, wie dies bei Zwillingen aussehen würde, von besonderer Bedeutung wäre, und dass die Zwillingsforschung im Nationalsozialismus sehr hoch gehalten wurde, ist ohnehin hinlänglich bekannt. Ich habe sie unten noch als letzten Punkt eben ganz explizit angeführt, die Nutzung der gesundheitspolitischen bzw. erbbiologischen Durchforschung der Bevölkerung. Davon konnte natürlich auch die Universität profitieren, so wie eben im Rahmen von Gesundheitsuntersuchungen die Universität und ihre Angehörigen den Behörden zur Seite stand und Unterstützung gewährte. Also es war keinesfalls nur ein einseitiges Profitieren, es war natürlich eine Wechselwirkung, die hier stattgefunden hat. Als Beispiel möchte ich gerne die Pharmakologie als sogenanntes kriegswichtiges Forschungsgebiet kurz ansprechen. Es geht um den Pharmakologen Adolf Jarisch, der das Pharmakologische Institut in Innsbruck 1924 übernommen hat als Vorstand und bis zu seiner Emeritierung 1958 als solche auch hier geblieben ist. Das bedeutet eben über die politischen Brüche hinweg auch einfach mehr oder weniger unbehelligt arbeiten konnte. Er ist bekannt für die Erforschung des teilweise nach ihm benannten Bezold-Jarisch-Effekts. Das ist ein Effekt, der mit ein Schoneffekt, der vom Herzmuskel ausgeht, und dieser Schoneffekt war auch im Zweiten Weltkrieg von großer Bedeutung, weil man eben wissen wollte, ob
dieser Effekt zum Beispiel für einen vorzeitigen Kollaps verantwortlich wäre. Also alles Dinge, die für die Wehrmacht, für den Kriegsfortgang von Bedeutung waren, wurden als kriegswichtig eingestuft. Und so auch die Forschungen von Adolf Jarisch, der zudem Unterkühlungs-, Kälteschäden und eben Kollapsforschung betrieb. Er erhielt Subventionen und war mit dem Reichsluftfahrtministerium affiliiert, die ihm eben auch diese Kriegswichtigkeit attestierten, die ihn in ihre eigenen Forschungen sozusagen integrierten, mit denen er zusammenarbeitete und im Zuge dessen eben mit unterschiedlichen deutschen Institutionen. Er selbst hat Selbst- und Tierversuche durchgeführt, gegebenenfalls, also teilweise auch noch an Studierenden und MitarbeiterInnen. Eine Beteiligung an Menschenversuchen in Konzentrationslagern ist von ihm allerdings zumindest nicht dokumentiert, aber nicht bekannt. Weshalb ich das so betone, ist, weil er einer der Teilnehmer der sogenannten Seenottagung 1942, also im Oktober 1942 in Deutschland war. Und bei dieser Tagung hat Sigmund Rascher über seine Menschenexperimente aus dem Konzentrationslager Dachau ganz offen berichtet. Das bedeutet, es wird davon ausgegangen, dass einfach sämtliche Teilnehmenden an dieser Seenottagung zu diesem Zeitpunkt spätestens Kenntnis über die Menschenexperimente in Dachau erlangten. Ob Jarisch vielleicht schon davor darüber Bescheid wusste, ist unklar. Das Forschungsgebiet war eben mehr oder weniger dasselbe, insbesondere die Unterkühlungsversuche beziehungsweise Unterkühlungsforschung. Es gibt allerdings keine Hinweise darauf. Es gibt aber auf jeden Fall auch einen Hinweis auf eine weitere Zusammenkunft im Dezember 1942, wo Rascher ebenfalls von seinen Versuchen, die er in den Monaten davor, 1942 eben auch durchgeführt hatte. Interessant ist, dass an dieser Seenottagung auch noch einige andere Personen natürlich teilgenommen haben, darunter der Dermatologe Hans-Oskar Loos, der Vorstand der Dermatologie Innsbruck. Und Jarisch hat ihn in einem anderen Kontext einmal Spezialist für Kälteschäden bezeichnet, mit dem er eben auch schon zusammengearbeitet hatte. Also die Kliniken und Institute haben natürlich auch zusammengearbeitet, um sich gegenseitig mit der Ausstattung zu helfen. Also wenn eine Klinik zum Beispiel über eine materielle Ausstattung verfügte, die für Versuche der anderen Klinik von Wichtigkeit waren, dann hat man da selbstverständlich zusammengearbeitet, so eben auch Jarisch und Parade und Jarisch und Loos anscheinend. Die Rolle von Loos, auch im Rahmen der Seenottagung, ist bisher leider noch nicht bekannt, aber das ist zum Beispiel ein Ansatzpunkt für weitere Forschungen, die, glaube ich, sehr, sehr spannend sein können und noch sehr viele Informationen zutage bringen können. Ja, wir sprechen die ganze Zeit, beziehungsweise ich, vom Nationalsozialismus und den Veränderungen. Es gab natürlich auf personeller Ebene auch sehr große Veränderungen. Die größte war vielleicht an der Spitze der Universität. Üblicherweise wurde der Rektor gewählt und im Nationalsozialismus wurde er fortan eingesetzt. Das bedeutet, er wurde nicht mehr von seinen Kollegen zum Rektor gemacht, sondern es ging darum, einen zuverlässigen Parteigenossen als Führer der Universität zu haben. Warum betone ich das so als Führer der Universität? Weil die Ausrichtung nach dem sogenannten Führerprinzip, also diese noch stärkere Hierarchisierung sämtlicher Bereiche im Nationalsozialismus einfach in allen Feldern von großer Bedeutung war. Harold Steinacker war zunächst kommissarischer Rektor nach dem Anschluss und wurde dann aber als solcher bestätigt. Er war illegales SA-Mitglied bzw. Parteimitglied und Historiker. Als solcher war er maßgeblich an den Vertreibungen der Universität beteiligt. Die gingen in Innsbruck sehr schnell vor sich. Man wusste natürlich, also Innsbruck war eine sehr überschaubare Universität, man wusste zu einem guten Teil ohnehin Bescheid über Kollegen und Kolleginnen sowie deren biografische Hintergründe. Und so konnte Harold Steinacker am 15. November 1938 dann auch schon ans Reichserziehungsministerium berichten, die Universität Innsbruck sei judenfrei. Sein Nachfolger
1942 wurde der Geologe Raimund Klebelsberg, den Sie hier sehen, er war schon 1934, 35 Rektor der Universität gewesen und also schon in einem anderen autoritären System eingesetzt und auch da mit Entlassungen sozusagen konfrontiert gewesen, also nicht mit seiner eigenen selbstverständlich, aber mit der von anderen Universitätsangehörigen. Es ging auch um Beitritte zur Vaterländischen Front zur damaligen Zeit, die zwar nicht offiziell erzwungen, aber dennoch verpflichtend wurden für Beamte und Universitätspersonal. Und Klebelsberg war dann bis Kriegsende Rektor der mittlerweile in Alpenuniversität umbenannten Uni Innsbruck. Interessant ist, dass er kein illegales Parteimitglied war. Er hat eine Parteinummer, die eben auch zeigt, dass der Beitritt erst nach dem Anschluss angegangen und vollzogen wurde. Und nach 1945 konnte er deshalb auch in seiner Funktion als Ordinarius für Geologie bleiben. Er wurde zwar als Rektor der Universität Innsbruck abgesetzt mit Kriegsende, dennoch wurde er nicht entlassen oder suspendiert. Er war auch, was das Disziplinarverfahren gegen Christoph Probst angeht, wichtig, aber darauf wird Dirk Ruppner noch ein bisschen später noch eingehen und das ist sozusagen nur als kleiner Spoiler zu sehen. Die Entnazifizierung, die dann nach Kriegsende einsetzte, ging relativ schnell und problemlos vor sich und zwar deshalb, weil man sich einfach wie überall, also es war kein Spezifikum von Innsbruck, an der nominellen Parteizugehörigkeit orientierte. Das bedeutete inhaltliche Kollaboration, also wenn man durch die eigene Forschung, durch die Vermittlung von Lehrinhalten der Partei und ihrer Ideologien zugearbeitet hat, das wurde nicht berücksichtigt. Die Uni wurde von Mai bis September 1945 vorübergehend geschlossen und dann eben wieder eröffnet und der Lehrbetrieb aufgenommen. Deutsche Staatsangehörige wurden automatisch entlassen, sowie NS-belastete Personen. Selbstverständlich gab es hier auch Ausnahmen bei diesen Personengruppen. Es hing auch wesentlich damit zusammen, wie das Standing der jeweiligen Person innerhalb der Universitätsgemeinschaft war, aber auch wie dringend sie für die Aufrechterhaltung von Lehrbetrieb und insbesondere im medizinischen, der klinischen Versorgung benötigt wurde. Es gab eben einige Versuche der Universität, also Gesamtes, ich habe das hier in Klammer aufgelistet, Rektorat, Senat, Professorenkollegien, als verdient angesehene Kollegen zu halten und die Auswirkungen der Entnazifizierung möglichst gering zu halten. Die Verteidigungsäußerungen waren vielfältig, sie reichten von ich wusste gar nicht, dass ich Mitglied war, bis hin zu ich war stets objektiv und habe ja gar nichts gemacht über ja, mir blieb nichts anderes über, als beizutreten. Interessanterweise blieben von den Medizinern ein paar, die ich hier nennen möchte, weil wir schon öfter von ihnen gehört haben, an der Universität, nämlich Burkhard Breitner, Siegfried Tapfer, Theodor Wense, Adolf Jarisch, Friedrich Stumpfel. Das ist eigentlich ganz interessant und jeder davon hat so seine eigene Geschichte. Burkhard Breitner zum Beispiel, der ja Schwierigkeiten hatte, den sogenannten ARIA-Nachweis zu erbringen, für den sich Harold Steinacker sehr eingesetzt hat und der eben letztens an der Universität im Nationalsozialismus verbleiben konnte und der auch NSDAP-Mitglied war, war einer der Männer, die Angaben, sie wussten nichts von ihrer NSDAP-Mitgliedschaft, denn sein Assistent habe ihn zur Partei angemeldet und seine Haushälterin habe die Mitgliedsbeiträge bezahlt. Dass die Haushälterin in einer frühen Einvernahme angegeben hatte, dass sie zur Rechnungslegung verpflichtet war und somit auch über die gezahlten NSDAP-Beiträge Rechnung legen musste, verschwand sehr schnell aus den Dokumenten und wurde irgendwann auch nicht mehr dann wiedergegeben. Und so war es eben letztlich kein Problem, mit dem Breitner hier konfrontiert gewesen wäre. Stumpfel ist auch ein ganz spannender Fall. Bei Stumpfel war es so, dass sein Institut, also als eindeutig nationalsozialistische Gründung natürlich geschlossen werden sollte. Man hat sich dann aber hier darauf verlegt, das in Institut für Anthropologie und Erbforschung umzubenennen, sodass eben dieser
dieser Nicht-NS-Anschein ein bisschen hervorgehoben werden konnte und gewahrt werden sollte. Letztlich war es aber nicht von Erfolg gekrönt. Also 1947 wurde das Institut dann auch endgültig geschlossen und Stumpfl ging von der Universität Innsbruck weg, zunächst nach Salzburg, dann Wien. Am Foto sehen Sie hier Theodor Wense rechts als bei der Übernahme des Rektorats 1968. Und Wense ist auch so ein ganz spezieller Fall. Ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen, denn Wense ist tatsächlich 1939 aus der SS ausgetreten. Das ist etwas, das sehr selten vorgekommen ist. Also er konnte auch in seinem Entnazifizierungsverfahren auf einen realen Austritt aus einer Gliederung der NSDAP verweisen. Die Hintergründe sind bisher noch immer unklar. Es könnte in seinem Familienumfeld begründet gewesen sein. Von Seiten der Partei wurde ihm auch vorgeworfen, dass er ein Verhältnis mit einer Frau hatte, die als Halbjüdin kategorisiert war. Möglicherweise war auch hier irgendein Hintergrund vorhanden. Wir befinden uns ja jetzt schon in der Nachkriegszeit und die Universität hat sehr schnell dann auch wieder begonnen, Ehrungen durchzuführen und einfach dieses Universitätszeremoniell aufrechtzuerhalten, an den Tag zu legen und wiederzubeleben. Und hier sieht man die Ernennung von Hans-Martin Schleyer zum Ehrensenator der Uni Innsbruck im Jahr 1970. Hans-Martin Schleyer, wird Ihnen vielleicht aufgrund seiner Ermordung bekannt sein. Er hat tatsächlich eine lange Verbindung zur Uni Innsbruck. Er ist 1938 nach Innsbruck entsandt worden, als er selber noch studiert hat, und zwar mit dem Auftrag, das lokale Reichsstudentenwerk aufzubauen. Das betone ich deshalb so, also nicht nur, weil es eine NS-Vergangenheit ist, die in diesem Ehrungskontext nicht weiter interessiert hat für lange Jahrzehnte, und Hans-Martin Schleyer ist hier nur ein Beispiel von mehreren, sondern auch, weil er eben in dieser Funktion an der Universität Innsbruck für mehr als ein Jahr gewirkt hat und auch studiert hat. Und das ist etwas sehr, sehr Seltenes, das eben bei Ehrungen kaum vorhanden ist. Also diese Ehrungen, die insbesondere in den 60er, 70er Jahren stattgefunden haben, haben eben Personen betroffen, die durch finanzielle Unterstützung die Universität gefördert haben, die aber keine eigene Studienvergangenheit oder Verbundenheit mit der Universität Innsbruck gehabt hätten. Das ist ein sehr komplexes Thema, wo es auch um gezahlte Summen und verbundene Ehrungsränge geht, das hier aber nur kurz angesprochen werden kann, aber Sie vielleicht ja so sehr interessiert, dass Sie sich auch ein bisschen weiter hinein vertiefen möchten. Wir kommen hier schon zu einem weiteren Zeitsprung. Wir sind hier im Jahr 1997, als das Denkmal wieder das Vergessen, das Sie hier sehen, am Areal der Klinik, des Landeskrankenhauses, das ja zugleich Universitätsklinik ist, hier in Innsbruck errichtet wurde. Und zwar nach einer Vorlage des Künstlers Oswald Tschirtner, der einer der sogenannten Guginger Künstler war, also der im Krieg gedient hatte, im Zweiten Weltkrieg Wehrmachtssoldat gewesen war, in französische Kriegsgefangenheit geraten war und 1947 dann mit einer ausgebrochenen Schizophrenie auch aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte und dann eigentlich auch den Rest seines Lebens mehr oder weniger in Anstaltsunterbringung verbrachte und dort künstlerisch tätig wurde. Die Wahl des Künstlers Tschirtner ist etwas ganz Besonderes hier, denn bei diesem Denkmal handelt es sich um ein Denkmal, das jener Personen gedenken soll, die aufgrund von geistigen Beeinträchtigungen, körperlichen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen im Nationalsozialismus ermordet wurden im Rahmen der sogenannten Euthanasie, was selbstverständlich ausschließlich ein Euphemismus ist und nichts mit der realen Sterbehilfe zu tun hat, sondern eben wirklich Mord darstellte. An der Schaffung dieses Denkmals beteiligt war nicht nur die medizinische Universität, damals noch medizinische Fakultät, und die Tirol-Kliniken, sondern auch Bischof Stecher. Der damalige Psychiatrieordinarius Hartmann Hinterhuber hat bei einer
Veranstaltung eben auch sich sehr früh intensiv mit der im Nationalsozialismus erfolgten Verfolgung der genannten Personengruppen auseinandergesetzt und war eben sehr aktiv in dieser Auseinandersetzung, in der Aufarbeitung dieser Thematik. Und wie gesagt, 1997 wurde dann dieses Denkmal hier errichtet. Hier sehen Sie noch die Inschrift, wie sie am Sockel ausschaut. Wieder das Vergessen, den Opfern der Euthanasie 1939 bis 1945. Zum Denkmal selbst, also das, dieser Stil wird als Kopffüßler bezeichnet, also die Figuren, die Tschirtner gemalt hat, weil sie eben keine Geschlechtsmerkmale haben, sondern im Prinzip nur aus Kopf und Füßen bestehen. Wir kommen jetzt hier zum zweiten Denkmal am Klinikgelände, das sich in diesem Kontext, mit dem wir uns beschäftigen, bewegt. Und das ist das Mahnmal wieder das Vergessen. Nein, Mahnmal für die Vertriebenen, das von der Künstlerin Dvora Bazilai errichtet worden ist. Es wurde 2008 eröffnet und soll eben auch diesmal ganz konkret an die vertriebenen Studierenden und Professoren, Professorinnen, Ärzte und Ärztinnen der medizinischen Fakultät im Nationalsozialismus erinnern. Und es wurde am 9. November 2008 eingeweiht. Und mittlerweile hat es sich eingebürgert, dass jedes Jahr zum sogenannten Anschlussgedenken die Denkstunde der beiden Universitäten, also der Uni Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck, bei diesem Denkmal stattfindet und eben der Vertriebenen, Verfolgten und auch Ermordeten gedenkt. Und damit darf ich dir, Dirk, übergeben. Ja, herzlichen Dank. Sie sehen, wir haben jetzt einen Schnelldurchlauf gewissermaßen von der NS-Zeit bis zu Anfängen einer Aufarbeitung auch an der Universität Innsbruck gemacht. Oder wir haben uns jetzt hier tatsächlich auf die, denkmalgestützte Aufarbeitung fokussiert. Tatsächlich wird in den frühen 80er Jahren bereits in Forschungen auch am Universitätsarchiv in Innsbruck die NS-Zeit zum Thema erstmals. Bei früheren Universitätsfeierlichkeiten, also noch 300 Jahre Uni Innsbruck, ist das natürlich ein großes Tabuthema gewesen, das nicht angesprochen wurde, als die Uni also sich vorbereitet hat auf das 350-Jahr-Jubiläum 2019, ist klar gewesen, dass im Gegensatz dazu die Beschäftigung mit dem 20. Jahrhundert und nicht zuletzt eben mit der NS-Zeit einen großen Schwerpunkt bilden wird müssen. Einfach deshalb, weil anlässlich von Universitätsjubiläen, die in den letzten Jahrzehnten in Deutschland und Österreich begangen worden sind, denken Sie Humboldt-Universität etwa und andere, immer ein sehr großer, klarer Fokus gelegt wurde eben auf die Beschäftigung mit der NS-Zeit und der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das ist ein bisschen State of the Art in Universitätsgeschichten geworden, nachdem das in den Jahrzehnten davor tatsächlich weitgehend verdrängte Aspekte dieser Geschichten noch gewesen sind. Und ganz in diesem Sinne haben wir uns dann eben auch vorgenommen, eben im 2019er Jahr eben ein besonderes Augenmerk auf das 20. Jahrhundert NS-Geschichte, aber auch die Geschichte des Austrofaschismus, von der wir gerade schon gehört haben, und vor allem auch die Nachgeschichten von beiden zu legen. Ich darf in dem Zusammenhang nochmal Werbung machen, gewissermaßen für die dreibändige Universitätsgeschichte, die in dem Zusammenhang auch erschienen ist. Zwei Bände, die einen chronologischen Durchgang durch die Universitätsgeschichte vorlegen gewissermaßen und ein dritter Band, der thematische Querschnitte anbietet. Und einer der zwei chronologisch aufgebauten Bände ist allein der Geschichte des 20. Jahrhunderts gewidmet. Da sehen Sie also auch, welcher Schwerpunkt darauf gelegt worden ist.
Die Universität hat sich aber einige Spezialthemen noch im Rahmen dessen vorgenommen. Ein großes Thema, das klang schon an, als es um Raimund von Kebelsberg ging, ist an dieser Universität immer Christoph Probst gewesen. Christoph Probst, Mitglied der Weißen Rose, der am 22. Februar 1943 zusammen mit den Geschwistern Scholl in München unter dem Fallbeil hingerichtet wird. Probst studierte zu dieser Zeit, wie Sie sicherlich wissen, an der Universität Innsbruck Medizin als Teil einer Studentenkompanie, also war gewissermaßen nicht freiwillig hier am Studienort. Innsbruck war hier auch nur sehr kurze Zeit. Im Winter 42, 43, wie wir aus seinen Briefen wissen, sehr isoliert, nicht gerne hier, hat wenig Anschluss gefunden. Seine Bezugsgruppe, eben der Freundeskreis der Weißen Rose, war eben in München vor allem. Probst wird aber hier festgenommen, nachdem Hans und Sophie Scholl die Flugblattaktion in der Aula der Universität München machen, bei der sie eben festgenommen werden. Und es wird ja ein Flugblattentwurf von Probst bei Hans Scholl gefunden worden, woraufhin er eben hier in Innsbruck festgenommen wird, nach München überführt wird. Dort kommt es zu diesem Schauprozess sehr kurz unter Roland Freisler und dann direkt im Anschluss die Hinrichtung zusammen mit Hans und Sophie Scholl. Christoph Probst ist daher immer ein wichtiger Bezugspunkt an der Universität Innsbruck gewesen, an dem sich viele Diskussionen über die NS-Vergangenheit herauskristallisiert haben. Klebelsberg, dessen Rektorenporträt Sie schon gesehen haben, tut sich ja dadurch hervor, dass er am Tag von Probsts Hinrichtung in München noch durch einen Dreierausschuss hier an der Universität den Ausschluss von Probst vom Studium an allen deutschen Universitäten verfügt. Also das ist gewissermaßen die direkteste Verbindung, die zwischen der Universität Innsbruck und Probsts Schicksal besteht. Dieser formelle Beschluss aus dem Jahr 1943 ist nie rückgängig gemacht worden. So eine Rückgängigmachung kann natürlich auch nur eine rein symbolische Bedeutung haben, das ist klar. Dennoch hat sich das Rektorat im Jubiläumsjahr dazu entschlossen, in Anwesenheit von Mitgliedern der Familie Probst im Probst gewissermaßen zu rehabilitieren und diesen Ausschluss vom Studium wieder rückgängig zu machen. Das ist ein wichtiger Bestandteil, gewissermaßen auch Auftakt dieses Jubiläums und damit auch Gedenk- und Erinnerungsjahres 2019 gewesen. Und wir werden sehen, es gibt noch weitere Bezüge zu Christoph Probst dann in der universitären Geschichts- und Gedenkpolitik gewissermaßen. Aber das ist ein Schritt, der eben in diesem 2019er Jahr gesetzt worden ist. Eine andere Debatte entspann sich über den Umgang mit problematischen Ehrungen. Ina Friedmann hat gerade schon davon berichtet. Und es gibt eine ganze Reihe von Beispielen. Hans-Martin Schleyer ist eines davon. Es gibt andere, etwa Fritz Kien, mittelständischer Industrieller, könnte man sagen, aus dem süddeutschen Raum, auch Mitglied des deutschen Freundeskreises, der von Schleyer nach dem Krieg geleitet wird. Auch Kien erkauft sich, wie relativ deutlich in Dokumenten überliefert ist, diverse Ehrungen an der Uni Innsbruck über den deutschen Freundeskreis. Da wird nicht lange drum herum geredet. Das ist ziemlich klar formuliert in den Akten im Universitätsarchiv. Kien ist in der NS-Zeit
Wie wir wissen, er ist NSDAP-Mitglied, er ist NSDAP-Reichstagsabgeordneter, er ist in Arisierungen verstrickt, etc. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Figuren in der sehr langen Ehrungsliste der Universität Innsbruck nach 1945. Und es geht eben hier vor allem um die Ehrungen, die nach 1945 vergeben worden sind, weil in der NS-Zeit selbst eigentlich nur sehr wenige Personen überhaupt geehrt wurden. Es gibt einige, eine ganze Reihe von Figuren in dieser Ehrungsliste der Universität Innsbruck nach 1945, die aus heutiger Sicht wohl kaum mehr ehrungswürdig wären. Im Zuge des Jubiläumsjahres ist ihm überlegt worden, wie geht man am besten mit solchen problematischen Ehrungen um. Wenn Sie ein bisschen den Blick weiten an andere Universitäten, dann werden Sie sehen, dass es eben ganz verschiedene Arten des Umgangs damit gibt und das ganz unterschiedlich argumentiert wird. Wie auch oft bei Ehrenbürgerschaften in Gemeinden etc. Heißt es an einigen Uni-Standorten, Ehrungen erlöschen mit dem Tode und deshalb muss man gewissermaßen auch nachträglich nichts mehr aberkennen. Es gibt andere Universitäten, die den Weg wirklich auch symbolischer Aberkennungen von Ehrungen gewählt haben. Denken Sie etwa an die Universität Salzburg kürzlich mit der Aberkennung der Ehrung für Konrad Lorenz. Während aber andere problematische geehrte Persönlichkeiten wie etwa Herbert von Karajan weiter in den Ehrungslisten geführt werden. Sie sehen da schon das Problem, wenn Sie solche symbolischen Aberkennungen machen wollen, werden Sie sehr klare Kriterien brauchen. Und es stellt sich sehr schnell die Frage, wem erkennen Sie es ab, wem nicht. Gerade hier der Fall Salzburg, finde ich, mit Lorenz und Karajan also macht das sehr augenfällig. Es ist natürlich klar, warum man an der Uni Salzburg Karajan die Ehren nicht aberkennen wollte. Das ist einfach schlecht fürs touristische Geschäft in Salzburg und für die Festspiele. Wir haben uns mit Blick darauf in Innsbruck für einen anderen Weg entschieden, weil eigentlich aus unserer Sicht relativ klar ist, dass das nur ein Work in Progress sein kann. Wir haben im Zuge dessen nochmal die kompletten Ehrungslisten der Uni Innsbruck online gestellt und Figuren, die aus heutiger Sicht problematisch erscheinen, markiert und Informationen dazu bereitgestellt. Das erschien uns der sinnvollste und beste Weg zu sein. Das ist, wie gesagt, auch weiterhin ein Work in Progress. Das ist keine abgeschlossene Geschichte. Es werden sicherlich noch Informationen über weitere Personen hinzukommen. Aber es erschien uns der sinnvollere Weg zu sein, als hier symbolische Aberkennungen vorzunehmen. Das schließt auch ein bisschen an, an diese Debatten, die wir ja mehrmals schon angesprochen haben, auch wenn es um Denkmäler geht, diesen Begriff der Cancel Culture, der immer im Raum steht, den ich ja eigentlich nicht für tragfähig und besonders sinnvoll halte. Aber es schließt ein bisschen daran an. Oder das Entscheidende ist natürlich, dass diese Ehrungen im Nachhinein ohnehin nicht ungeschehen gemacht werden können. Sie können nicht getilgt werden aus der Universitätsgeschichte. Sie bleiben gewissermaßen als ein Makel bestehen, das hier von unseren Vorgängern an der Universität gewissermaßen eine falsche Entscheidung getroffen wurde, einmal zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das kann nicht rausgestrichen werden aus der Geschichte, aber aus unserer heutigen Sicht sollte es markiert werden, eben als eine Ehrung, die wir heute für problematisch halten und zu der wir nicht mehr stehen können. Also es ist hier eben sehr wichtig, tatsächlich das sichtbar machen, ohne es streichen zu können, weil es aus der Geschichte ohnehin nicht gestrichen werden kann.
Ja, und insofern ist das, denke ich, auch ein, also auch vor diesem Hintergrund von Debatten eben, wie geht man mit Denkmalsetzung um, wo eben dieser Begriff Cancel Culture schnell fällt und in anderen Kontexten, ist das, glaube ich, ein ganz nachvollziehbarer Schritt, eben so auf diese Ehrungslisten zuzugehen und hier eben problematische Figuren zu markieren und zu erklären, auch den Kontext offen zu legen, wenn das möglich ist, indem sie damals geehrt worden sind, obwohl sie das nicht hätten sein sollen. Das ist ein Set von problematischen Hinterlassenschaften und dem Nachleben der NS-Zeit, mit dem wir uns beschäftigt haben. Es gibt aber noch ein anderes, und das betrifft die baulichen Hinterlassenschaften, wobei man sich jetzt darüber streiten kann, inwiefern das wirklich bauliche Hinterlassenschaften des NS-Systems sind. Das sind sie nämlich im engeren Sinne, also in diesem Fall jetzt zumindest, wenn wir hierbei beginnen wollen, nicht. Aber wenn Sie die Debatten eben ein bisschen verfolgt haben, wir haben das hier auch mehrmals angesprochen, eben Denkmalstürze, Black Lives Matter in anderen Ländern, in Österreich vor allem oder in Wien vor allem, die Debatten um das Carlo-Jäger-Denkmal in Wien an der Ringstraße, aber auch wenn Sie zum Beispiel unsere Tagung in der vorletzten Woche in Innsbruck und in der letzten Woche in Linz verfolgt haben, Umgang mit problematischen architektonischen Hinterlassenschaften, etwa das Gauhaus, heute Landhaus in Innsbruck oder Brückenkopfgebäude in Linz, in dem die Kunstuniversität jetzt untergebracht ist. Oder das ist ein sehr akutes Thema wieder geworden. Wie geht man mit diesen architektonischen, baulichen Hinterlassenschaften um? Ein natürlich bemerkenswertes Beispiel haben wir direkt vor dem Hauptgebäude unserer Universität am Innrhein, nämlich hier dieses sogenannte Ehrenmal der Universität. Für mich eine Frage in der Einführungsvorlesung ist immer an Studierende: Was glauben Sie, aus welcher Zeit das ist? Was denken Sie sich eigentlich, wenn Sie an dem ja kaum übersehbaren Ding vorbeigehen ins Hauptgebäude oder im Weg zum Galbi-Turm oder in den Hörsaal hinein? Das ist ganz interessant. Viele halten das natürlich für eine Hinterlassenschaft des NS-Regimes, weil es ästhetisch sehr nah dran ist. Tatsächlich ist aber dieses Universitätsehrenmal im Gedenken an die gefallenen Professoren und Studierenden der Universität im Ersten Weltkrieg im Jahr 1926 errichtet worden. Sie sehen dort die drei Begriffe Ehre, Freiheit, Vaterland auf dem dreieckigen Sockel. Das Ganze ist überraschenderweise von Lois Welzenbacher gestaltet, den Sie eigentlich als einen Vertreter der Tiroler Moderne kennen, etwa mit dem Adambräu am Bahnhof. Also Sie haben hier gewissermaßen einen frühen Welzenbacher eben aus den 20er Jahren. Er bekommt damals vom Verein zur Errichtung des Denkmals den Auftrag zugesprochen, Ehre, Freiheit, Vaterland, die gewissermaßen drei Begriffe der Burschenschaften, die hier angebracht sind. Der Adler schaut nach Süden zum abgetrennten, nach dem Ersten Weltkrieg abgetrennten Südtirol. Das Vaterland, das angesprochen ist, ist in der Zeit das größere Deutschland natürlich. Die Einweihungsveranstaltung 1926 ist eine großdeutsche Manifestation der Professoren und Studentenschaft der Universität Innsbruck. Dieses Universitätsehrenmal, an dem früher noch Tafeln mit den Namen der Gefallenen angebracht waren, hat interessanterweise alle Zeiten
überdauert. Sie sehen es hier nochmal aus verschiedenen Perspektiven. Sie sehen hier so eine bisschen romantisierende Fotografie aus den 20er Jahren nach der Errichtung. Dieses Universitätsehrenmal ist aber auch relativ früh schon gewissermaßen zum Ort der Auseinandersetzung über Geschichte an der Universität Innsbruck geworden, auch wieder anhand von Christoph Probst. Wie Sie hier sehen können, eine Platte, die vorne in diese dreieckige Basis eingelassen ist, gewissermaßen eine frühe Form, angebracht in den frühen 80er Jahren, eine frühe Form der künstlerischen Intervention, würde man heute sagen, in dieses Denkmal hinein. Sie sehen da vorne an der rechten Ecke diese Platte. Sie können das da auch noch mal sehen. Also ein früher Versuch, gewissermaßen auch dieses Denkmal zu brechen, zu konterkarieren, in Frage zu stellen und eben auch hier wieder mit der Figur Christoph Probst und eben Ehre, Freiheit, Vaterland wird hier Humanität, Freiheit, Demokratie entgegengesetzt. Es wird also dieser Dreiklang gewissermaßen direkt aufgenommen und unverändert. Diese Tafel konnte erst nach langen Debatten in den akademischen Gremien der Universität Innsbruck angebracht werden, ist aber eben ein bemerkenswertes Beispiel, könnte man sagen, so einer frühen künstlerischen Intervention in ein bestehendes problematisches Denkmal hinein. Es gibt in der Folgezeit oder gab in der Folgezeit immer wieder unterschiedliche Interventionen, die allerdings ephemer geblieben sind. Eine Art von Intervention, die Sie an vielen problematischen, vor allem auch aus NS-Kontexten stammenden Denkmälern finden, ist das Besprühen mit rosa Farbe. Auch das ist in Innsbruck mehrfach passiert, was immer allerdings gleich wieder zur Reinigung des Adlers geführt hat. Aber Sie sehen daran und können daran ganz gut sehen, wie umstritten auch dieses Objekt und umkämpft gewissermaßen dieses Objekt immer gewesen ist. Auch hier kam im Vorfeld des Jubiläumsjahres 2019 die Idee auf, dass dieses Uni-Ehrenmal nicht weiter unkommentiert intakt bleiben kann und stehen bleiben kann und stehen bleiben sollte, weil es einfach so mächtig vor dem Hauptgebäude thront. Gewissermaßen fiel dann die Entscheidung, einen Wettbewerb, einen künstlerischen Wettbewerb für eine Intervention zu eröffnen. Es sind dazu einige Künstlerinnen und Künstler eingeladen worden und Sie sehen hier das damals gekürte Siegerprojekt, wie es dann auch eben 2019 realisiert wurde vom Vorarlberger Künstler Flatz, der hier eine weiße Rose angebracht hat, also oben aufgelegt hat vor dem Adler und der gewissermaßen zu diesen drei Begriffen Ehre, Freiheit, Vaterland jeweils die Frage hinzugefügt hat, welche Ehre, welches Vaterland, welche Freiheit, um diese Begriffe zu problematisieren und in Frage zu stellen. Über Kunst lässt sich natürlich trefflich streiten und über Ästhetik. Tatsächlich ist es eine unübersehbare Intervention, in das bestehende Denkmal hinein, das auch mögliche Fotooptionen für Burschenschaften verunmöglicht oder zumindest irgendwie völlig durcheinander bringt. Insofern erfüllt es, glaube ich, tatsächlich seinen Zweck,
Ina Friedmann und ich haben auch einen Tafel textiert, die auch davor, das ist bis dahin auch nicht der Fall gewesen, die auch also davor steht und den sie gewissermaßen Informationen über die Geschichte dieses Uni-Ehrenmals finden können, eben von 1926 gewissermaßen bis zu dieser Intervention hin. Also Sie finden hier, denke ich, auch im Hinblick auf die derzeit laufenden Debatten, wie eben mit problematischen baulichen Niederlassenschaften und Denkmälern umgegangen werden kann, ein ganz interessantes Beispiel dafür. Man wird sich weiter darüber streiten können, ob das hinreichend ist oder nicht. Aber ich glaube weiterhin, dass es in dem Jubiläumsjahr 2019 eigentlich eine ganz sinnvolle und gute Aktion gewesen ist. Sie sehen das hier nochmal aus anderen Perspektiven. Hier sehen Sie unsere Aula, natürlich ein wichtiger Versammlungspunkt an der Universität Innsbruck für Veranstaltungen, auch eben für Ehrungszeremonien, aber auch für Sponsionen und feierliche Promotionen etc. Sie sehen hier die Aula, wie sie sich Ihnen heute darstellt und es ist aus Unterlagen im Universitätsarchiv bekannt gewesen, dass der schon erwähnte Rektor, also der 1938 ins Amt kommt, Steinacker, seinerseits eine gewissermaßen Intervention, könnten Sie sagen, in die Aula setzt. Die Uni Innsbruck hat sich damals nicht damit zufrieden gegeben, einfach eine Hitlerbüste irgendwo in eine Ecke zu stellen, sondern Steinacker gibt ein Hitlermosaik für die Frontseite der Aula in Auftrag. Sie kennen vermutlich dieses Motiv von Hubert Lanzinger, Hitler als der Bannerträger 1934 vom Innsbrucker Maler Hubert Lanzinger, der auch das Steinacker Porträt verantwortet und ein Freund von Steinacker gewesen ist, der hier Hitler in dieser mittelalterlichen stilisierten silbernen Rüstung zeigt, auch eine sehr ungewöhnliche Darstellung von Hitler, für die erst einmal die Zustimmung der Parteikanzlei eingeholt werden musste. Steinacker greift auf dieses Sujet zurück und lässt es von Lanzinger eben in ein Mosaik umarbeiten für die Frontseite der Aula. Sie sehen das hier in den Dokumenten des Uni-Archivs, wie das hier von Lanzinger gezeichnet und geplant ist. Tatsächlich existierte von dem Mosaik in situ bis zum Jubiläumsjahr kein einziges Foto, was äußerst bemerkenswert ist. Man würde denken, es wird auch damals alles Mögliche in der Zeit fotografiert und doch sicherlich irgendwann mal die Aula von innen. Viele haben nach einem Foto davon gesucht, es existierte aber bis Anfang 2019 nichts. Keiner hatte eines zur Hand. Zeitungen sind durchsucht worden, Fotobestände, das Uni-Archiv. Bis dann in einem großen Fotobestand, den das Stadtarchiv übernommen hat, diese Fotos hier auftauchten, wo Sie eben tatsächlich sehen können, dass dieses Hitler-Mosaik in der NS-Zeit in der Aula angebracht gewesen ist. Sie sehen hier eine Veranstaltung offensichtlich schon unter dem Rektorat von Klebelsberg, eben mit Hakenkreuzfahnen. Sie sehen hier Klebelsberg und Steinacker daneben, der Herr ohne Amtskette, wenn ich es richtig sehe, zumindest. Sie sehen hier einen Blick in das Publikum,
damals viele Uniformen. Sie sehen auch hier einen Blick in den Raum hinter der Aula, in den Salon des Rektors, und Sie können oben rechts schon das Rektorenporträt von Steinacker in der Parteiuniform erkennen. Wir haben das vorhin schon gesehen, ein anderes bemerkenswertes Zeugnis und Überbleibsel aus der NS-Zeit, das im Uni-Archiv aufbewahrt wird. Und der Steinacker entschließt sich dazu, sich in der NSDAP-Uniform malen zu lassen, nicht im Rektorentalar, wie sonst in der Konvention üblich, oder einfach im Anzug. Das ist natürlich ein sehr starkes, auch für die damalige Zeit, ein sehr starkes politisches Statement und Bekenntnis gewesen. Sie sehen eben jetzt da, wie das Porträt dann nach der Amtszeit von Steinacker schon im Salon des Rektors hängt. Da solche Fotos bis zu Beginn des Jubiläumsjahres nicht existierten, war es oft ein bisschen umstritten, ob vielleicht das Mosaik überhaupt nicht angebracht wurde. Allerdings existierten Rechnungen dafür im Universitätsarchiv. Es deutete also alles darauf hin, dass es auch ausgeführt sein geworden sein muss. Aber eben niemand hatte gewissermaßen das Corpus Delicti im Sinne eines Bildes des ausgeführten Mosaiks zur Hand. Es gab dann auch ewig lange Diskussionen, an welcher Seite der Aula man tatsächlich suchen müsste. Man hat sich dann aber im Zuge der Vorbereitung für das Jubiläumsjahr dazu entschlossen, tatsächlich vom Denkmalamt eine Befundung durchführen zu lassen an der Stirnseite der Aula. Es existierten nämlich im Universitätsarchiv auch keine Dokumente darüber, was mit dem Mosaik bei Kriegsende 1945 passiert ist. Dazu gibt es auch weiterhin keine Dokumentation. Die Befundung des Denkmalamts hat allerdings gezeigt, dass das, dieses Hitler-Mosaik, das Sie gesehen haben, tatsächlich an der Stirnseite der Aula angebracht worden ist oder nach 1945 in Veritate Libertas, der Wahlspruch der Austria, der Studentenverbindung der Katholischen, auftaucht. Es ist klar, dass das Hitler-Mosaik an dieser Seite gewesen ist. Es ist aber auch klar durch die Befundung, dass es abgeschlagen worden ist. Wie gesagt, es gibt keine Hinweise in den Dokumenten darauf. Es ist anzunehmen, dass das unmittelbar in Tagen des Kriegsendes passiert, aber wir wissen es eigentlich nicht. Wir wissen es nicht genau. Es ist allerdings eben auch nicht mehr am Platz. Es hätte natürlich auch sein können, dass man es einfach übertüncht, übermalt bei Kriegsende. Es ist aber offensichtlich abgeschlagen worden. Die Befundung hat ergeben, dass sie dort nur noch eben Reste dieses Glasmosaiks und Farbreste finden, aber nicht mehr das Mosaik selbst. Im Anschluss an diese Befundung, und Sie sehen das eben, oder wie das, wie dieses Feld da eben an bestimmten Stellen geöffnet wurde, um zu sehen, was dahinter ist, entstand natürlich eine Diskussion darüber, wie damit in Zukunft umzugehen sei, ob man gewissermaßen die Vergangenheit wieder übertüncht, wie Sie tatsächlich sagen können, oder Sie könnten sagen, Gras drüber wachsen lassen, ob Sie also die Geschichte wieder verdecken, zumachen, unsichtbar machen. Das erschien uns allen und auch der Unileitung nicht der richtige Weg zu sein, sondern es ist dafür optiert worden, dass man gesagt hat, wir lassen diese Befundungsstellen als Sondierungsbohrungen in die Vergangenheit gewissermaßen offen. Das wird jetzt erklärt durch eine Tafel an der Seite der Aula. Es ist immerhin ein Raum, der von der Uni viel genutzt wird, wo auch sehr viele unifremde Personen eben zu Festakten, Sponsionen, Promotionen hinkommen. Also wirklich ein
Gedenkzeichen an einem zentralen Ort. Genauso wie natürlich das Uni-Ehrenmal vor dem Hauptgebäude sehr zentral positioniert ist und für alle sichtbar ist, die das Hauptgebäude betreten. Hier eben in diesem Fall hat man sich dazu entschlossen, diese Sondierungsbohrungen offen zu lassen als ein Zeichen der Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit. Es wäre auch, glaube ich, ein fatales Signal gewesen, wenn man sie einfach eben wieder übermalt hätte und die Vergangenheit damit abgedeckt hätte. Also das ist ein weiteres Beispiel für diesen Umgang mit problematischen Vergangenheiten, könnte man sagen, oder kontaminierten Orten in diesem Jubiläumsjahr der Universität 2019. Auch dieser Umgang sicherlich nicht unumstritten, aber eben ein Versuch, sichtbar zu machen, dass man sich mit der Vergangenheit konfrontiert und auseinandersetzt. Ja, und damit sind wir am Ende angekommen von diesem Durchgang durch das 20. Jahrhundert bis hin zum Beginn 21. Jahrhundert, also eben dann zu 350 Jahren Uni Innsbruck im Jubiläumsjahr 2019 und den Akzenten, die dabei gesetzt worden sind. Ich darf Sie, wenn Sie Lust haben, bitten, Fragen in den Chat zu stellen. Und dann können Ina Friedmann und ich den Ball aufnehmen. Im Moment sehe ich noch nichts. Möglicherweise sind Sie auch alle erschöpft. Ist um die Tageszeit ja nie auszuschließen. Aber wenn es Fragen oder Diskussionsbedarf gibt, dann melden Sie sich bitte im Chat und schreiben eine Frage hinein. Wie gesagt, das ganze Thema passt auch sehr gut eben zu diesen nochmal zu dieser aktuellen Beschäftigung, die auch passiert ist mit dem Gauhaus/Landhaus in Innsbruck. Da ist ja eben gerade ein Forschungsprojekt abgewickelt worden, das nochmal die Baugeschichte sehr detailliert dokumentiert hat, und das hat natürlich auch die Frage aufgeworfen, wie man mit diesem Bau in Zukunft umgehen soll, inwieweit die NS-Vergangenheit des Gebäudes noch weitere Markierungen braucht. Das ist auch eine Frage, die man im Hinblick auf die Sanierung des Gebäudes stellen kann. Auch dazu haben sich jetzt bei den Tagungen interessante Tagungen, also hier in Innsbruck und in Linz, die wir gehabt haben, interessante Diskussionen entsponnen. Jetzt an der Uni Innsbruck haben wir tatsächlich nicht mit Gebäuden aus der NS-Zeit, also zumindest sich hier zentral umzugehen, aber eben doch mit problematischen Geschichten, siehe den Adler, das Uni-Ehrenmal vor dem Hauptgebäude und eben Hinterlassenschaften der NS-Geschichte, wie diesem Hitler-Porträt in der Aula, das Sie eben hier zuletzt gesehen haben. Ich sehe, es gibt keinen Gesprächsbedarf im Chat. Das ist auch okay, weil es gibt ja noch viele andere Gelegenheiten, die verschiedenen Themen aufzunehmen und zusammenzuführen. Dann würde ich Ihnen allen sehr herzlich danken für das Dabeisein heute. Danke dir, Ina, fürs Dabeisein und Mitmachen wie immer. Wir sehen uns wieder in der kommenden
Woche mit einem weiteren externen Gast, nämlich Siegfried Hetz aus Mattsee, Schriftsteller aus der Heimatgemeinde von Burkhard Breitner. Und Siegfried Hetz hat kürzlich eine Biografie Burkhard Breitners vorgelegt, Zwischen den Welten, Burkhard Breitner im Visier, hat sich sehr ausführlich eben mit dem Leben Burkhard Breitners beschäftigt und wir haben ihn eingeladen hier in diese Ringvorlesung, um seinen Blick auf die Person Burkhard Breitners vorzustellen. Lukas Morscher und Ina Friedmann werden diesen nächsten Termin nächste Woche moderieren und auch wieder mit dabei sein. Und ich hoffe, Sie auch sind dann alle retour am 23.11. wieder um 18:30 hier auf dem gleichen Kanal. Danke nochmal dir, Ina. Danke an Sie alle und damit einen schönen Abend. Danke dir, danke Ihnen. Wiedersehen, ciao. Ciao.